Wir hören uns heute die ersten Soundeffekte vom neuen Bus, den man ja fahren kann, an. Die ersten Indizien, was sich hinter dieser geheimen Luke in der IO-Basis befindet. Und hat man die Klombos auf der Map gesehen? Das alles und noch viel mehr in meinem Video. Bleibt bis zum Ende dran, benutzt gerne meinen Creator-Code Seville und schaffen wir heute 4000 Likes, denn dann kommen vielleicht die Klombos wieder in Fortnite zurück. Und ich würde sagen, wir gehen right into the video. Wir fangen mal wieder ganz entspannt an, Leute. Gerade eben ist diese News hier reingekommen, Leute. Ihr wisst, ich bin immer punktaktuell. Aktueller geht's gar nicht auf YouTube. Ich sage euch, wie es ist. Gerade eben ist ein neuer Icon-Skin auf die Fortnite-Insel gelandet. Und dieser Icon-Skin ist von Chloe Kim. Das ist eine Wintersportlerin. Und wir bekommen dazu einen Cup, der schon morgen stattfinden wird. Ich werde euch jetzt erstmal alles erzählen über diesen Cup. Unten ist auch noch ein Link, worüber ihr auf die offizielle Fortnite-Seite nochmal alles weiterlesen könnt. Auf jeden Fall startet das Ganze morgen, Leute, und das ist ein No-Build-Modus-Duo-Cup. Die Belohnungen sind einmal der Skin selber und natürlich noch einmal den Backbling zu erhalten. Alle Spieler, die mindestens 8 Punkte erreichen, erhalten den Nunbulas Flight-Ladebildschirm kostenlos dazu. So, ich sage euch mal ganz kurz, wie viele Punkte ihr überhaupt erreichen müsst, damit ihr hier überhaupt was kriegt, Leute. Ihr müsst wahrscheinlich zwischen Top 100 und Top 200 eurer jeweiligen Region kommen. Wie gesagt, No-Build-Duo-Modus, epischer Sieg gibt euch 25 Punkte, zweiter Platz 22 Punkte und der dritte Platz kriegt hier 20 Punkte. Und wir schauen uns jetzt mal hier den Skin ein bisschen genauer an. Wir haben hier verschiedene Stile. Wir haben hier einmal so einen Drachenstil mit einem schwarzen Anzug und. Finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir hier den Backblink als eiserne Flügel, der Gleiter hier und natürlich die Controls. Dann gibt es noch dazu einen Emote, was ich auch sehr cool finde. Das ist ja also der neue Icon-Skin, den man morgen freischalten kann, wenn man natürlich den Cup gewinnt. Das Ganze wird natürlich auch in den Itemshop reinkommen und wir machen direkt mal weiter. Wurden diese Dinge mit einer reduzierten Spawnrate jetzt komplett entfernt? Jungbrunnen, Granatwerfer, Pizzaparty, Chilis und Chili Southpacks. Diese Dinge wurden jetzt erstmal alle komplett entfernt. Und man muss dazu sagen, finde ich auch eigentlich ganz gut. Außer die Chili Southpacks, die fand ich eigentlich ganz nice, muss ich ehrlich sagen. Dann gibt es gerade viele Spekulationen, dass wir eventuell ein Billie Eilish Konzert in Fortnite bekommen. Da ja der Erfinder von Fortnite, Donald Mustard, ein Konzert gepostet hat, in dem er mit seinen Kindern bei diesem Konzert war. Und viele Spekulationen rangen sich danach, dass wir jetzt eventuell irgendwann mal eine Billie Eilish Kollabo kriegen. Ich blende euch mal ein paar Konzepte hier ein, die es schon zu Billie Eilish gab in Fortnite. An sich würde der Skin richtig geil in Fortnite passen und ein Konzert von Billie Eilish würde ich auch sehr feiern in Fortnite. Würde ich also sehr, sehr begrüßen, wenn wir eine Billie Eilish-Kollabo kriegen werden. Ich blende euch nochmal das neue Gameplay von dem Rocket Launcher ein, in einer besseren Qualität, Leute. Es ist so eine Art, ja, sage ich mal, Anvisier-Launcher. Ihr könnt das Ganze nicht perfekt steuern. Ihr könnt damit halt Gebäude zerstören und, damit ihr hier einfach eine bessere Sicht nochmal davon habt. Im Moment gibt es Probleme bei den Ozeanien-Server, wenn ihr in Ozeanien spielt, Leute. Dort gibt es im Moment Probleme für euch. Keine Sorge, das Ganze wird auf jeden Fall wieder gefixt im Moment. Dann habe ich natürlich ein Konzept für euch, Leute. Für das Konzept Royal Contest, ihr wisst ja, Designer können für die Fortnite-Mers ihre eigenen Skins einsenden. Halloween-Skins, Horror-Skins und diese Skins kommen dann ins Spiel rein eventuell. Und wir haben hier einen sehr, sehr, sehr krassen Skin von EA Skate Concepts, Leute. Gebt euch mal Lucy. Ja, die erinnert mich ein bisschen an das Anime Elfenlied irgendwie. Keine Ahnung warum. Wenn ihr den geschaut habt, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Ultra krasser Skin, Alter. Den könnte ich mir wirklich als Fortnite-Mehr-Skin vorstellen. Wir machen aber mal direkt weiter und es gibt ja ein paar Geheimnisse. Viele ranken sich gerade darum, was befindet sich hinter dieser Luke. Viele sagen, dort befinden sich die Klombos. Dort sind die Klombo-Skelette. Einige sagen, dort ist der neue Brawler-Skin hinter dieser Luke. Im Spiel ist aber auf jeden Fall ein Knurren zu hören. Und es kann viele Ursachen sein, Leute. Es kann das Monster sein, Brawler, Klombo. Wir wissen es noch nicht, das Geheimnis ist noch nicht gelüftet. Wir werden es in einigen Wochen bestimmt erfahren. Und mal schauen, was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Mich würde das Ganze mal sehr interessieren. Und falls ihr euch jetzt denkt, Epic Games ruht sich gerade aus. Nein, Epic Games hat gerade angefangen, 20.2 testen. Das heißt, das nächste Update wurde schon auf die Server aufgespielt, auf die Dev-Server, um das Ganze zu testen. Also die sind auf jeden Fall schon beim nächsten Update am Start. Da bin ich mal
mal sehr gespannt, was es auf jeden Fall sein wird. Dann muss ich auch sagen, die haben das Fortnite HUD richtig cool gemacht, Leute. Ein bisschen minimalistischer mit den Mats rechts und links mit der Lebensanzeige. Sieht einfach alles ein bisschen cleaner aus, was ich sehr, sehr cool finde. Dann gibt es anscheinend laut dem Manager von Juice WRLD ein Treffen mit Epic Games nächste Woche. Und dort sollen ein paar Details besprochen werden für eine Kollabo mit Juice WRLD in Fortnite. Was daraus wird, wissen wir noch nicht. Aber der Manager von Juice WRLD trifft sich jetzt hier mit Fortnite. Und dann gucken wir mal, was daraus werden soll. So, dann habe ich noch natürlich exklusive Belohnungen für euch, die wir bald bekommen werden. Und zwar Informationen zu Tests der Bodenkriegsführung. Aktuell haben wir noch kein Datum. Es wird ein No-Build-Modus sein. Und die Ziele, die ihr für diese Quest oder Belohnungen erfüllen müsst, sind 2 Eliminierungen. Top 7 in Duo, überlebe eine Sturmphase, Top 10 und Top 6 in Teams. Wie gesagt, das Ganze wird entweder wieder mit kostenlosen Items verbunden sein und das ist eigentlich sehr interessant hier, dass das Ganze auch im No-Build-Modus zu sehen ist. Fortnite hat gestern bekannt gegeben, dass sie unglaubliche 50 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe gesammelt haben, um Menschen zu helfen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Das ist sehr, sehr stark, Leute. Und ihr wisst ja, die Einnahmen gehen noch einige Wochen, die gesamten Einnahmen von Fortnite an die Kriegsopfer. Und Epic Games hilft da auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr coole Aktion, Leute. So viel Geld wurde schon hier geraced und gespendet. Dann haben wir hier nochmal einen ersten Blick auf die Light and Heavy Turrets. So sehen diese Dinger genau aus. Die werden, soweit ich weiß, tatsächlich auf die Battle-Busse draufgehen. Also auf den Bus, den man natürlich fahren kann. Ich blende euch auch natürlich die normalen Bilder und verschiedene Videos ein. In 20.0 wurde dieses Emoji hinzugefügt, das zu diesem Skin aus der Umfrage passen würde. Können wir somit erwarten, dass dieser Skin bald erscheinen wird? Das ist auch ein Skin von der Umfrage. Ihr wisst, wir haben jetzt alle Skins aus der Umfrage bekommen, auch schon mal in dieser Season. Dann eine kleine Information für alle Kreativspieler. Die Tiny Town Map benutzt momentan das Party-Signal, welches in Kreativ noch nicht verfügbar sein wird. Wir gehen aber davon aus, dass das Ganze auf jeden Fall auch jetzt bald normal in Kreativ hinzugefügt wird. Dann wird Mary Jane einen Gleiter erhalten. Wir bekommen nicht nur den Mary Jane Skin, sondern auch noch einen Gleiter für sie. Das Ganze wurde jetzt auch noch veröffentlicht, Leute. Und falls ihr euch dieses Outfit nach fast 800 Tagen gönnen wollt, Leute, gönnt ihn euch auf jeden Fall. Das ist ja das Riot Outfit, seit 800 Tagen nicht im Itemshop verfügbar. Könnt ihr euch auf jeden Fall hier gönnen. Wir haben hier dann noch einen neuen Gleiter bzw. Regenschirm für das Daybreak LTM. Wahrscheinlich müssen wir da einfach einen Sieg oder so holen und dann bekommen wir hier diesen Gleiter geschenkt. Der Crew-Button im Itemshop ist jetzt nicht mehr oben, sondern unten, Leute. Also hat sich da auch ein wenig verändert und so sieht dann das Mainframe Breakpack aus mit Zoe, Clash und Sergeant Shiba als Backblink. Das wird ja das Starterpaket sein in dieser Season, Leute. Das wird wahrscheinlich aber echt Geld kosten, sondern nicht mit V-Bucks. Und ihr bekommt da aber noch zusätzlich 600 V-Bucks dazu. Ich denke, das Ganze wird um die, ja, 6-7 Euro kosten, denke ich mal. Und das kommt jetzt bald in den Itemshop rein. Und falls euch das Ganze nicht aufgefallen ist, das Wetter wurde wieder entfernt. Die Tornados und Gewitter. Ja, ich glaube, es ist bestimmt euch aufgefallen. Nathan Schatzkarte wurde auch entfernt. Und zudem bekommt ihr jetzt Fische aus Kühlern raus. Es ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen. Also, es gibt ja gerade noch eine Umfrage, in der man abstimmen kann, wenn nämlich die Luftballons gewinnen, werden diese Luftballons ja wieder aus dem Tresor rauskommen. Und zwar werden die auch ein neues Design haben. Und dieses Design wird so aussehen. Erinnert mich jetzt an den jetzigen Battle Boost, den wir gerade haben. Und ja, das wurde jetzt hier auch erstmal geleakt. Und gebt euch mal, Gunner erinnert irgendwie mit diesen ganzen grünen und lilanen Farben so ein bisschen an Buzz Lightyear. Und Leute, wenn ich mir gerade so Buzz Lightyear anschaue, bitte Fortnite, bringt eine Toy Story Kollabo raus. Oh mein Gott, Leute, wie krass wäre das? Ich habe hier meine kleine Toy Story Ecke, sage ich jetzt mal. Alter, wie krass wäre das? Toy Story x Fortnite. Aber auf jeden Fall sieht Gunner hier so ähnlich aus wie der gerade. Guckt euch das mal an. Wenn ihr zum Beispiel Solos aussucht in Fortnite, spielt ja oben so ein Video ab. Und das Ding ist, der Trailer oben, beziehungsweise das Video, was da abspielt, ist eigentlich gar nicht Solos, sondern ist eigentlich Team. Also ich glaube, da haben die sich ein bisschen vertan. Die sollten da eher Solos einblenden anstatt Teams. Finde ich aber dennoch ganz lustig hier, Freunde, dass sie sich hier ein bisschen vertan haben. Okay, gucken wir uns nochmal das Bild genauer an. Viele gehen jetzt irgendwie davon aus, dass das Skelett von Klombo ist, Leute. Und wenn ich ehrlich bin, ist das, glaube ich, echt das Skelett von Klombo. Weil das Monster damals hatte nämlich keinen Schwanz hinten.
Das Monster hat hier nämlich 4 Fußskelette, vorne der große Schädel und hinten dieser Schwanz. Das ist also wirklich tatsächlich Klombo, Leute, den wir hier unter diesem Bohrer oder unter dem Boden sehen. Also es ist, glaube ich, tatsächlich Klombo, das hier als Skelett gefunden worden ist. Ne? Ist mir jetzt gerade auch mal hier ins Auge gefallen. Ja, finde ich ein bisschen schade. Ihr wisst ja, die Reifen funktionieren noch nicht bei Booten in Fortnite. Und stellt euch mal vor, die Reifen würden in Fortnite funktionieren, dann könnte tatsächlich das Boot so aussehen. Wir haben hier nämlich ein Boot mit Reifen. Es wäre halt geil, Leute, weil man kann im Wasser fahren, man kann auf Land fahren. Würde ich feiern, wenn die das in Fortnite reinmachen. Hier ein fahrbares Boot einfach. Und der Schlachtenbus ist mittlerweile schon bei diesem Status jetzt erreicht, Leute. Also schon fast 50%. Wir sind also kurz davor, den neuen Schlachtenbus in Fortnite zu bekommen, den man dann fahren kann. Ich habe aber natürlich auch noch exklusive Videos zu dem Schlachtenbus, wie das Ganze hier ausschaut. Ich blende es euch mal im Hintergrund ein. Ist ja an sich eigentlich nur ein Battlebus, nur halt als Militärfahrzeug, ne? Ich kann euch auf jeden Fall schon mal die Sounds einblenden von dem Battlebus, wie er sich hier anhören wird, wenn er zum Beispiel boostet, wenn er bremst, wenn er Gas gibt und. Ihr habt es gerade gehört, sehr interessant auf jeden Fall. Das Ding wird richtig groß und richtig krass auf jeden Fall. Das waren auf jeden Fall alle Informationen für heute. Ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Dankeschön fürs Reinschalten. Haut da rein. Bis dann und ciao, ciao.